Hallo alle zusammen, mein Name ist Anna und ich zeige euch die schönsten All-Inclusive-Resorts der Welt. Heute geht es um das Hotel Caribe Deluxe Princess mit dem Schwesterhotel Tropical Deluxe Princess. Ich habe Urlaub gemacht und für euch alles mitgefilmt. Am Ende gibt es natürlich eine kleine Zusammenfassung, was gut war oder was vielleicht ein paar Kritikpunkte meinerseits an das Hotel wären. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Schauen. Ich hoffe, euch gefallen die ganzen Einblicke, die ich mitgefilmt habe. Und ihr könnt schauen, ob das Hotel denn was für euch wäre. Genau, hier seht ihr dann schon einmal den Hoteleingang, also die Lobby, wo ihr ankommt. Und gleich zum Anfang das Allerwichtigste, das Hotel arbeitet mit einer sogenannten Hotel-App, die ihr hier einmal sehen könnt. Auf dieser werdet ihr alles finden, wie zum Beispiel, den habe ich euch mal hier eingeplant, einen Tagesplan, wo ihr immer schauen könnt, was wo stattfindet, wo auch von allen Spezialitätenrestaurants die Speisekarten hinterlegt sind oder an den normalen Bars die Getränkekarten, denn diese gibt es in Papierform leider nicht mehr im Hotel. Aber das ist gar kein Problem, denn das WLAN funktioniert problemlos in der kompletten Anlage und somit ist die App sehr nützlich. Genau, hier seht ihr dann unser Zimmer. Wir hatten einen Superior Deluxe Room mit zwei Einzelbetten, was ganz angenehm war. Es war super ordentlich, es war alles gereinigt und sah super modern aus, weil das Hotel auch ziemlich neu renoviert war. Und hier noch unser Badezimmer. Genau, unser Badezimmer war auch sehr groß und hat uns genug Raum gegeben. Das Einzige, was man hier vielleicht bemängeln könnte, ist, dass es kaum Möglichkeiten gab, um Dinge aufzuhängen. Aber das kennt man ja schon aus vielen anderen Hotelzimmern, dieses Problem. Da hätte man schon noch mal ein oder zwei Handtuchstangen mehr verbauen können. Hier kann man nun unseren Ausblick sehen. Wir haben super schön auf den Hauptpool geschaut und hier sieht man jetzt, wie wir aus unserem Hotelzimmer rauslaufen in diesem dreistöckigen Gebäude genau und einfach nach unten auf dem Weg zum Pool sind. Und wie man gleich sehen wird, hatten wir sehr Glück, denn unser Zimmer lag direkt am Pool und auch nur 30 Meter Entfernung vom Strand und somit war beides direkt fußläufig zu erreichen, was allerdings bei fast allen Zimmern gegeben ist. So, hier sieht man nun den wunderschönen Hauptpool mit integrierter Poolbar. Das war wirklich eine sehr schöne Sache. Genau, hier haben tagsüber die Aktivitäten stattgefunden. Es war praktisch der Pool, an dem immer etwas los war, wie ihr auch gleich nachfolgend sehen werdet. Es gab allerdings auch in dem Hotel noch zwei weitere Poolanlagen, bei welchen es dann praktisch ruhiger zuging. Das heißt, wenn man mehr auf Entspannung aus war und nicht den ganzen Tag durch die Animation beschallt werden wollte, dann war auch dies natürlich möglich. Die Animation, über die ich eben gesprochen habe, war in diesem Hotel auch wirklich unglaublich gut. Wie man sehen kann, wurde hier zum Beispiel eine Wasserhüpfburg aufgebaut oder es gab ein Rodeo-Reiten. Es wurde wirklich jeden Tag Verschiedenstes geboten und es gab eigentlich für jedermann etwas. Hier lässt sich jetzt der wunderschöne breite Sandstrand erblicken mit ausreichend Schirmen und ausreichend Liegen. Also es gab zu keiner Tageszeit das Problem, dass zu wenig Liegen vorhanden waren. Also man musste auch nie irgendwie frühst die Liegen reservieren. Das einzige Problem, was vielleicht ja, der Natur geschuldet ist, war, als ich da war, leider das Problem mit dem Seegras. Aber auch hier hat das Hotel sich bemüht, alles aufzuräumen und den Strand sauber zu halten. Allerdings ist das manchmal leider sehr schwer. Auch am Strand hat natürlich Animation stattgefunden, aber es gab natürlich auch einen Bereich, wo diese nicht war und wo man praktisch entspannen konnte. So, und wenn man dann den Strand weiter nach hinten lang lief, dann erblickte man hier die Strandbar, die ihr gerade schon sehen konntet. Das ist auch der ruhigere Teil des Strandes, den ich eben angesprochen hatte, wo tagsüber keine Animation stattfindet und wo man sich dann hier gemütlich an der wunderschönen Strandbar seine Cocktails holen konnte oder sich in einem Liegestuhl die Zeit vertreibt.
Der Pool, den ihr hier sehen könnt, das ist der zweite große Pool, von dem ich auch am Anfang schon gesprochen habe. Und zwar, wie man sich denken kann, auch der ruhige Pool, wo eben keine Animation stattfindet. Dieser war dadurch auch mehr besucht, da es doch mehr Menschen gab, die lieber auf Entspannung in ihrem Urlaub setzten. Aber wie gesagt, auch da gab es nie ein Problem, dass man keine Liege bekommen konnte. Es war immer genug und ausreichend vorhanden. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir in der Nebensaison dort Urlaub gemacht haben. So, der Pool, den wir nun hier abblicken können, ist Pool Nummer 3, und zwar der Kinderpool, welcher auch direkt an dem Miniclub gelegen ist, den ihr gleich sehen werdet, und welcher auch super, super schön und mit kaum Animation versehen ist. So, und hier ist der eben angesprochene Miniclub, wo täglich genug Animation für alle kleinen Gäste geboten wird, sodass dieses Hotel sich auch super und ideal für einen Familienurlaub eignet. Wenn man dann hinter diesem Miniclub läuft, dann sieht man schon die wunderschöne Minigolfanlage des Hotels, welche ich leider nie genutzt habe, aber bestimmt sehr viel Spaß bereiten kann. Genau, um diese Anlage drumherum sieht man weiterhin Wohngelegenheiten des Hotels, die alle super schön eingebettet sind in die Palmen und damit ein super, super schönes Bild abgeben, wie ich finde. So, jetzt bin ich praktisch einmal im Kreis gelaufen und komme hier an dem kleinen Amphitheater vorbei. Ich kann leider nicht genau sagen, ob es hier abends auch Shows gibt, denn ich war immer an dem großen, welches ich später im Video gleich noch zeigen werde. Aber hier sieht man praktisch das kleine Amphitheater auf der rechten Seite. Hinter diesem befindet sich dann auch gleich der Speisesaal. Und ganz vorne geradeaus sieht man dann schon hinter den Palmen die Strandbahn, der ich vorhin mit euch war. Die kleinen Autos, die hier übrigens gerade lang gefahren sind, das sind die Autos, die euch durch die Hotelanlage bringen, wenn ihr keine Lust habt zum Laufen und durch die Temperaturen geschwächt seid oder einfach nur euren Urlaub genießen wollt. Die fahren super, super oft und ja, praktisch alle 2 bis 3 Minuten, also länger als 10 kann man auf jeden Fall nie warten. Ja, hier seht ihr jetzt auch direkt das Hauptrestaurant von der Seite. Es ist alles ziemlich offen, was meiner Meinung nach sehr schön ist, und dadurch kommt man auch nicht in ein super klimatisiertes Restaurant, in welchem man friert, sondern es hat einfach eine angenehme Temperatur, ist aber auch nicht zu kalt, weil genug Ventilatoren verbaut sind. So, hier rechts sieht man jetzt also den Haupteingang zum Buffet. Das ist praktisch das Buffet-Restaurant, wo man früh, mittags und abends essen kann. Aber dazu später nochmal mehr. Wenn man dann jetzt weiterläuft an diesem vorbei, dann kommt man wieder an dem Hauptpool raus, von dem ich am Anfang schon berichtet habe, mit der Poolbar. Also hier könnt ihr das sehen. Ich bin praktisch eine komplette Runde gelaufen und hier sind wir wieder am Anfang. Was auch zeigt, dass die Anlage nicht allzu riesig ist und wirklich fußläufig alles zu erreichen ist. Was auch ganz schön ist an diesem Pool, wie ihr sehen könnt, ist, dass man wie im Meer praktisch flach reinlaufen kann, sodass auch die Kinder im flacheren Bereich planschen können. Der Pool wird dann aber auch noch ein Stück tiefer und man so auch sehr gut an die hier vor uns liegende Poolbar gelangen kann, die wirklich einfach nur zu empfehlen ist. Die Kellner dort sind auch alle super freundlich und genau.
So, jetzt haben wir uns praktisch einmal umgedreht und sind auf dem Weg zur Rezeption. Da kommt man als allererstes an dem japanischen Spezialitätenrestaurant vorbei, was eins der 5 Spezialitätenrestaurants des Hotels ist. Natürlich all inclusive. Und dann läuft man hier in der schönen Anlage entlang. Wir haben das zu Fuß diesmal gemacht, damit wir euch das einfach mal zeigen können. Das Hotel ist nämlich unterteilt in den Lobbybereich vorne und in den Wohn- und Essbereich praktisch am Strand, sodass man zwischen beiden Stationen einen Mangrovenwald hat und so die Ursprünglichkeit behält. Hier sieht man jetzt, wie wir zur Lobby laufen und an ganz vielen tollen Tierchen vorbeikommen. Die tun alle nichts, zum Beispiel Leoane, Vögel oder eben auch Schildkröten. Alles ist vorhanden in dem Hotel und sorgen so auch für ein kleines Abenteuer und viele Kinder haben Spaß daran, sich die Tiere anzuschauen. Hier sind wir dann auch schon nach ungefähr 10 Minuten im Lobbybereich angekommen. Hier gibt es ganz viele verschiedene Gebäude mit verschiedenen Funktionen, die ich euch auch gleich näher vorstellen möchte. Hier sehen wir gleich das eine Spezialitätenrestaurant, was sich da vorne im Lobbybereich noch befindet. Es ist das mexikanische Spezialitätenrestaurant, welches auch hochgelobt wurde. Und zu unserer Linken befindet sich jetzt gleich das Hauptamphitheater. Hier ist es auch schon und genau hier finden abends die tollsten Shows des Hotels überhaupt statt. Es ist wirklich für jedermann etwas dabei, ob es Tanzshows sind oder Comedy-Shows. Es ist auf jeden Fall immer etwas los gewesen. Und wenn man dann praktisch hier weiterläuft, sieht man auch schon die Sportsbar. Ne? Think Outside the Box ist das. In der waren wir leider nicht drin. Dort kann man einfach Fußball schauen, Bowling spielen. Das kostet allerdings ein bisschen Geld. Und hier sieht man jetzt die Rezeption, die auch sehr groß, sehr offen und einfach sehr modern aussieht. So, jetzt sind wir praktisch durch die Rezeption durchgelaufen und erblicken auch hier schon die Geschäfte des Hotels. Natürlich ein wenig überteuert, hier kann man Schmuck kaufen, der sehr typisch ist. Oder im nächsten Geschäft dann auch Dinge, die man vielleicht vergessen hat, so wie Sonnencreme oder so weiter. Hier sieht man jetzt aber erstmal die Eisdiele des Hotels, die natürlich all-inclusive dabei ist. Zu der kann man nachmittags ab 16 Uhr immer gehen und auswählen zwischen all diesen verschiedenen Eissorten. Man bekommt das Eis serviert und es ist wirklich sehr lecker. Hier kann man das dann genießen in diesem Bereich oder in diesem Outdoor-Bereich. Sieht alles sehr schön aus und hier ist man auch schon direkt in dem Café des Hotels, wo man sich einen sehr guten Kaffee aus einer guten Kaffeemaschine bestellen kann oder halt eben auch ein paar Snacks genießen kann. Natürlich alles all-inclusive. In dem Hotel gab es auch eine eigene kleine Kirche mit täglich Gebeten. So, das war also der Rezeptions- bzw. Lobbybereich. Und jetzt habe ich für euch einmal die Fahrt in einem der Autos mitgefilmt, welches durch die Anlage fährt und mit dem ihr problemlos alle 3, 4, 5 Minuten so ein Auto nehmen könnt. Mit dem fährt man genau 2 Minuten 50, also die Fahrt ist wirklich super kurz. Aber zu Fuß braucht man eigentlich auch nicht länger als 10 bis maximal 15 Minuten. Es lohnt sich wirklich, diese Strecke auch mal zu laufen. Dieser kleine Shuttlebus hält auch an verschiedenen Stationen im Hotel an, sodass man praktisch an der Stelle aussteigen kann, die einem gerade am günstigsten passt. Und ja, so kann praktisch jedermann entweder super das Buffet erreichen oder sein eigenes Wohnhaus.
So, gleich die Stelle müsste euch allen wieder bekannt vorkommen, denn wir fahren jetzt gerade um die Kurve an der Strandbar vorbei, die man dort auf der rechten Seite sieht, und links erstreckt sich schon das Buffet-Restaurant, in dem wir uns jetzt auch befinden. Da habe ich euch einmal mitgefilmt, wie es da drin aussieht. Wie vorhin schon gesagt, ist das alles sehr offen, sehr groß und man hat auch wirklich zu jeder Tageszeit und egal zu welcher Stoßzeit einen Sitzplatz gefunden. Und es gab auch Personal, die man schon diese Plätze zugewiesen haben. Es wurde viel frisch gemacht. Man konnte auch auf Wunsch viele Dinge sich kochen lassen vor Ort. Und seht selbst, das Buffet war einfach ausreichend und wirklich für jedermann etwas dabei. Das ist praktisch das Hauptrestaurant, wo man frühs, mittags und abends essen kann. Allerdings gibt es auch, wie man jetzt hier schon sehen kann, Spezialitätenrestaurants. Ich war in zweien davon und hier seht ihr einmal den Japaner, wo natürlich eine Live-Cooking-Show vor Ort passiert. Und das ist echt super lustig, sehr amüsant und auch das Publikum wurde eingebunden. Wie ihr hier sehen könnt, wurde zum Beispiel dieser junge Mann aufgefordert, auch mal versuchen, ein Ei hochzuwerfen. Und somit ist es praktisch eine kleine Show mit einem leckeren Essen zum Abschluss. Da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe erstmal, euch hat dieser Einblick vom Hotel gefallen und ihr habt die für euch wichtigsten Punkte sehen können. Und ja, es gibt nicht viel zu sagen, denn tatsächlich gibt es meinerseits sehr wenig Kritik an das Hotel. Ich fand den Aufenthalt dort wirklich sehr, sehr schön. Es gab eigentlich für jedermann etwas. Ich weiß auch nicht, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel. Was man aber noch dazu sagen muss, das ist jetzt keine Kritik an das Hotel, aber es ist einfach ein Punkt, den manche vielleicht vergessen. Manche denken sich, okay, ich buche mir jetzt einen Traumurlaub in der Karibik, in einem All-Inclusive-Hotel in der Dominikanischen Republik und buchen sich dann aber ein Hotel in Punta Cana. Was man einfach nochmal wissen sollte, Punta Cana und auch das Hotel liegen nicht am Karibischen Meer. Also ihr seid zwar in der Karibik, aber nicht im Karibischen Meer und das merkt man einfach, denn der Wellengang ist einfach anders. Es gibt viele Wellen, es kann eben zu Seegras kommen und es ist nicht dieses ruhige und total türkisblaue Wasser, was man vielleicht sonst kennt. Das muss einfach nochmal jedem klar sein. Und ich glaube, die meisten wissen das, aber es sollte einfach nochmal gesagt werden. Nichtsdestotrotz ist das Hotel trotzdem unglaublich gut. Und es ist nun mal auch ein Fakt, dass die besseren 5-Sterne-Hotels der Insel eher in Punta Cana angesiedelt sind, statt in Bayahibe, welches dann ein Ort ist, der zum Beispiel am Karibischen Meer liegt. Aber egal. Was man vielleicht sagen könnte, dadurch ist es halt auch, dass weniger Aktivitäten vom Hotel angeboten werden. Also ich kenne zum Beispiel All-Inclusive-Resorts, in denen man mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu unternehmen. Also man konnte schon auch durch die Animation vieles machen und einem ist wirklich nie langweilig geworden. Aber wenn man so ein Mensch ist, der gerne Kajak fahren geht, Windsurfen geht, Bogenschießen, alle diese Dinge machen möchte, dann ist man in dem Hotel ein wenig fehl am Platz. Also man kann einiges machen und auch mit der Animation zusammen, wie halt zum Beispiel auch Tischtennis spielen, Volleyball spielen. Also es gibt schon genug Optionen. Das könnt ihr euch aber auch auf der Homepage vom Hotel nochmal alles anschauen. Aber es gibt tatsächlich Hotels, in denen man noch mehr machen kann, gerade in der Karibik, in denen mehr geboten wird. Für jemanden, der eben noch abenteuerlustiger ist. Mich persönlich hat es nicht gestört, aber ich bin auch einfach der klassische Strandurlauber, der sich hinlegt und mit seinem Cocktail in der Sonne liegt, sich bräunen lässt und dem das Ganze alles ziemlich egal ist, aber wenn man darauf achtet, dann sollte man vielleicht sich dann doch für ein anderes Hotel entscheiden. Und was noch ein Punkt ist, was für manche Deutsche, und deswegen spreche ich es an, weiß ich, wichtig ist, es gibt einige, die ich kenne, die gerne in Hotels Urlaub machen, wo sehr viele deutsche Urlauber sind, sodass man sich eben vor Ort mit vielen Deutschen verstehen kann oder vielleicht auch neue Freunde finden kann. Das ist in dem Hotel eher schwieriger. Also es gibt natürlich ein paar deutsche Urlauber, das ist auf jeden Fall so, aber im Verhältnis zu anderen Hotels
gibt es schon sehr, sehr viele Menschen, die dort aus den Nachbarländern kommen, also aus Lateinamerika. Und ja, die Latinos machen da einfach hauptsächlich Urlaub. Ich finde das persönlich eigentlich ziemlich cool, weil man dadurch viele um sich herum hat, die auch die Landessprache Spanisch sprechen, die Musik, Merengue, Salsa und alles sehr fühlen. Aber das muss man einfach wissen, wenn man dort Urlaub machen möchte und ein Hotel sucht, wo es sehr, sehr viele Deutsche gibt. Das ist es auf jeden Fall nicht. Aber ja, das ist meiner Meinung nach eigentlich kein richtiger Kritikpunkt. Und ich kann ja das Hotel wirklich nur weiterempfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Man kriegt für sein Geld ein modernes, frisch renoviertes Hotel mit einem sehr freundlichen Personal, zuvorkommenden Kellnern. Und ja, also es gibt eigentlich meinerseits nichts auszusetzen. Ich würde euch das Hotel wirklich sehr ans Herz legen. Und vielleicht macht ihr ja bald schon dort Urlaub und ja, genießt genauso ein paar Traumtage, wie ich es dort genießen durfte. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das jetzt etwas geholfen und ihr seid euch ein bisschen schlüssiger, welches Hotel ihr nun endlich buchen wollt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da oder schreibt mal einen Kommentar, welches Hotel es dann bei euch geworden ist. Vielleicht ist es ja ein Hotel, was ich auch noch nicht kenne und was ich mir dann auch mal anschaue für euch und mitfilme. Deswegen schreibt mir eure Wünsche in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss, tschüss!